Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenige Zuschauer im Saal, vielleicht mehr zu Hause am Stream. Der Einzelplan 4, 3,77 Milliarden, schwer. Frau Kollegin Hanses sprach an, die Funktionsfähigkeit der Justiz werde damit sichergestellt. Zunächst mal ist festzuhalten, dass seitens des Justizministeriums in dem Einzelplan 4 im Haushalt durchaus Anstrengungen ersichtlich sind, bestimmte Dinge, ich will einige exemplarisch hervorheben, umzusetzen, dieses möglicherweise auch gut umzusetzen. Das ist zumindest die Hoffnung, die dabei ja auch immer mitschwingt. Da geht es also einmal vor allem ganz besonders um den Jugendstrafvollzug in freien Formen. Das kostet Geld. Es geht um die Anerkennung, durchaus Anerkennung auch der Umsetzung des Jugendarrestvollzugsgesetzes mit allem, was dazu gehört. Und natürlich muss man auch berücksichtigen, dass die Sicherung unserer Gerichtsgebäude wichtig ist. Und wie ich persönlich halte es auch für richtig, hier Justizpersonal einzusetzen und wegzugehen von privater Dienstleistung, um die hoheitlichen Aufgaben auch hoheitlich ausreichend zu erfüllen. Aber so ganz kann ich das Justizministerium, den Herrn Justizminister, nicht so ganz entlassen mit Lob. Das wird nicht funktionieren, denn etwas fehlt meines Erachtens doch, wenngleich hier auch von Täter-Opfer-Arbeit die Rede ist und diese auch gestärkt werden soll, reicht dies möglicherweise, zumindest nach unserer Auffassung, nicht gänzlich aus. Und eins muss man selbstverständlich auch noch weitergehend betonen, auch der Justizminister sitzt am Kabinettstisch der Landesregierung mit, um darüber zu beraten und letztendlich auch zu beschließen, was mit den über 11.000 Beamtinnen und Beamten passiert, die hier betroffen sind von der Abkopplung der Lohn- bzw. Preisentwicklung. Wohl bemerkt, wir reden von über 11.000 Beamtinnen und Beamten, Richterinnen, Richter, Verwaltungsangestellte etc. pp., Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und. Also quer durch alle Tätigkeitsbereiche. Ein Großteil von denen, nämlich roundabout 9.000, fallen unter die Besoldungsgruppe, jetzt gegengerechnet A13 oder R entsprechend, und fallen letztendlich aus der Besoldungsanhebung gemäß der Gesetzeslage raus. Es zieht sich durch alle Fachbereiche. Das Ministerium selbst ist betroffen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften, allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit, Finanzgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit und so weiter, bis runter eben in die Vollzugseinrichtungen. Alleine dort sind 1.300 Menschen betroffen. Die Personalpolitik ist selbstverständlich auch zu beurteilen unter Berücksichtigung der Alimentierung dieser Beamtinnen und Beamten. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, zieht sich das, was sich durch die meisten anderen Einzelpläne zieht, wie aber auch das, was sich durch den Einzelplan 20 zieht, im Hinblick auf die Beamtensoldung durch alle Einzelpläne. Und allein unter Berücksichtigung dieses Umstands werden wir schon den Einzelplan 04 leider nicht annehmen, sondern ablehnen müssen. Der Personalbedarf, auch das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann natürlich sagen, wir brauchen oder wir können Personal kürzen. Ich bin der Auffassung, dass dem nicht so ist, sondern wir sind in unserer Beratung zu der Auffassung gelangt, dass möglicherweise doch sogar noch Stellen geschaffen werden müssen, und zwar zusätzlich und über das Maß hinaus, was beispielsweise im Bereich der Amtsanwälte bisher vorgesehen ist. Denn die Gutachten, die es dazu gibt, haben ergeben, dass wir einen Personalbedarf haben von 19.297 Stellen über alles. Und wir haben eine kontingentierte Stellenbelegung von 18.456, was eine Fehlstellenbelegung ausmacht von 841. Hierdurch sind auch Belastungen selbstverständlich zu besorgen, quer durch alle Dienstzweige. Und so man also hier, insbesondere im Bereich der Amtsanwälte, reden wir von einer Belastung von 136%. Das ist ja nicht ganz wegzudiskutieren. Das heißt also, wir werden nicht auskommen mit dem, was im Haushalt vorgesehen ist. Möglicherweise spielt da schon jetzt im Plan eine Rolle, dass hier Einsparungen vorgenommen werden müssen.
die für unsere Einschätzung im Bereich der Justiz eher negativ sich auswirken, wobei letztendlich auch daran zu denken ist, dass die Unabhängigkeit der Justiz, nicht nur die Funktionsfähigkeit, dauerhaft gewahrt werden muss. Und auch da wird man sicherlich noch Anstrengungen unternehmen müssen, die wir hier im Haushaltsplan bzw. im Einzelplan 04 nicht abgebildet sehen. Von daher werden wir den Einzelplan 04 ablehnen. Danke.